Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen im neuen Jahr und zu unserer neuen Folge der Leni und Toni Show Nummer 188. Im Jahr 2022. Genau. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Wir haben schon die erste Woche hinter uns. Bei uns ist der Alltag eigentlich schon wieder eingekehrt, aber der Schnee ist da. Richtig. Schnee und Sonne, und das hat uns natürlich sofort rausgetrieben und ja. Jetzt stehen wir hier. Ja, und wer weiß, wann noch mal Schnee kommt in diesem Jahr. Ja, Sonne hoffentlich noch ein paar Mal, aber der Schnee weiß man nicht so. Genau, also drücken wir mal die Daumen und hoffen, dass es noch weitergeht. Aber jetzt haben wir schon mal einen super schönen Spaziergang gemacht. Der Ehrlichkeit halber muss man aber sagen, dass die Hälfte davon durch einen matschigen Wald ging, wo uns die dicken Eisbrocken auf den Kopf geknallt sind. Ja. Das war auch lustig, aber auch erst, als wir wieder draußen waren. So, jetzt sind wir alle ein bisschen nass, durchgefroren und, naja, durchgefroren nicht unbedingt, aber nur die Füße. Nasse Füße, und Clara ist auch klitschnass und jetzt gehen wir mal heim ins Warme. Zeit für Kaffee. Liebe Freunde, herzlich willkommen im Lahntal, am Ende des Lahntals, an der Lahnmündung in den Rhein. Wir haben einen Ausflug gemacht übers Wochenende, stehen in Lahnstein auf dem Stellplatz und sind jetzt mal hier zur Ruppertsklamm gelaufen. Ganz wunderbar, 2,7 Kilometer vom Stellplatz bis zum Eingang der Klamm, und da gehen wir jetzt mal rein. So sieht's aus. Ich sag mal nichts, weil, Freunde, der Toni hat seit 2 Tagen, irgendwas ist passiert, da hat er Blubberwasser getrunken. Der macht die Augen auf und fängt an zu blubbern und hört auch nicht auf, bis wir die Augen abends wieder zumachen. Ihr habt's gemerkt, das ist jetzt eigentlich eine Sequenz, die sehr selten ist, weil ich eigentlich nichts hätte sagen müssen und du alles gesagt hast. Finde ich total toll auch mal. Sehr lustig finden wir es, dass hier oben auf dem Schild, vielleicht habt ihr das eben gesehen, steht die wildromantische Ruppertsklamm und nebendran rauscht die B, ich glaube, 42 vorbei. Also irgendeine stark befahrene Bundesstraße, und man hört eigentlich sein eigenes Wort nicht, und das ist irgendwie sehr im Widerspruch zu dem wildromantisch. Aber wir haben gedacht, vielleicht haben die das Schild wahrscheinlich schon vor Jahrzehnten aufgebaut, als es hier weder Autos noch Straßen gab. Ja, aber jetzt laufen wir ja 2 Meter, 3 Meter und dann hörst du die Straße ja schon. Ist jetzt schon so. Ist jetzt schon. Einfach mal kurz durch und schon ist es still, man hört schon das Wasser plätschern. Ja, es ist wirklich ziemlich stark befahren. Man muss halt, oh, was weiß ich, 100, 200 Meter an dieser Straße auf einem gesicherten Fußweg entlanglaufen, wenn man hierher läuft vom Stellplatz aus. Aber das ist wirklich kein Thema. Ist das nicht? Und jetzt laufen wir mal hier die wildromantische Klamm entlang und dann gucken wir mal weiter. So sieht's aus. Wildromantisch auf jeden Fall. Absolut, es stimmt total. Was wir aber dazu sagen müssen, wir kennen diese Ruppertsklamm schon. Wir sind schon mal gelaufen vor ein paar Jahren. Na, ja, 5, 6. Nee, ja. 5 war 2000. Ja, ist egal. Auf jeden Fall war das aber im Spätsommer, haben wir jetzt mal nachüberlegt. Und da war nicht so viel Wasser, also da war eigentlich gar kein Wasser. Wir können uns gar nicht daran erinnern, dass das teilweise ein bisschen glitschig, matschig und die Läufe so wirklich mit Wasser gefüllt sind. Also lohnt sich. Auf jeden Fall. Aber festes Schuhwerk. Auf jeden Fall braucht ihr festes Schuhwerk. Ja. Und für Hunde eine lange Leine, weil wenn ihr eine kurze Leine habt, dann müsst ihr den Hund losmachen. Und das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, weil viele auch entgegenkommen und wieder zurückgehen und so. Also lange Leine, festes Schuhwerk. Ja. Und dicke Jacken. Der Weg geht hier immer so kreuz und quer über den Bachlauf drüber. Also es ist wirklich... Es ist total toll. Ich habe das nicht so toll in Erinnerung. Wild und romantisch. Ja. Da ganz im Hintergrund, da seht ihr eine Hütte. Das ist dann das Ende der Klamm dieses Weges. Und man kann dann zurück über den Panoramaweg, so nennt sich das. Der ist etwas ausgebaut. Wahrscheinlich ist das auch ein Versorgungsweg für diese Hütte. Ich weiß gar nicht, gibt es da was zum... Es sah nicht so aus, es ist schon Schutzhütte überall. Es hat nicht so ausgesehen, als gäbe es da irgendwas. Und der führt jetzt wieder etwas gemächlicher zurück zum Parkplatz. Beziehungsweise zum Einstieg. Wir laufen ja dann wieder zurück zum Stellplatz. Also auch zum Parkplatz. Ja, sozusagen. Wir hatten ja gesagt, vom Parkplatz, also vom Stellplatz bis zum Eingang in die Ruppertsklamm waren es 2,7 Kilometer ungefähr. Und dieses Stück jetzt hier hoch durch die Klamm waren 1,2 Kilometer für die Leute, die es interessiert. Unten am Schild steht 2 Stunden. Ach, weiß ich nicht, ob man da 2 Stunden braucht. Wir haben jetzt eine halbe gebraucht. Ja? Ja, also viel. Nee. Also wir sind um 12 angefangen und jetzt ist 10 vor 1. Also dann haben wir 50 Minuten gebraucht, aber wir bleiben hier auch immer stehen, um Bilder und Fotos und Filme zu machen. Also wenn man ein bisschen normal da hochläuft, hat man es in einer halben Stunde geschafft. Aber ihr müsst wirklich trittsicher sein. Ja. Und ihr müsst schon auch ein bisschen Kondition haben, Gleichgewicht halten können, zumindest zu dieser Jahreszeit, sonst fallt ihr ins Wasser. Und mit Kinderwagen oder Bollerwagen oder irgendwie so ist es nicht machbar. Nein. Also es ist wirklich teilweise so schmal, man kann nur einen Fuß vor den anderen setzen. Man muss sich festhalten nehmen an so Drahtseilen, die gespannt haben. Ja. Es ist schon ein bisschen abenteuerlich. Ja, wild, romantisch. So. Also festes Schuhwerk, am besten wasserdicht und dann kann nichts passieren. Hier sieht man ganz gut, warum das der Panoramaweg ist, weil hier hat man gutes Panorama. Ja, da unten sieht man auch die Umgehungsstraße, die Schnellstraße, die wir da gemeint haben, die da so ein bisschen, naja, ein bisschen stark befahren und laut ist, macht ja nichts. Und auch die Straße, die nebendran vorbeigeht, die sind wir auch gekommen und sind die gefahren Richtung Wohnmobilstellplatz und sind jetzt auch ein Stückchen dran entlang gelaufen und dann das letzte Stück an der Lahn um die Ecke rechts rum und da ist auch dann schon der Stellplatz eigentlich, ne? Eigentlich ja, stimmt. Also der Weg hierher war sehr schön, weil er immer schön an der Lahn entlang führt. Man kann Bootchen gucken und Entchen und alles, was man braucht. Und dann ist man schon hier. Ja. Außer die 100 Meter an der Straße. Genau. Hier kann man auch hochklettern, wie ich gerade sehe. Wir gehen mal zur Seite. Ja. Wenn ihr keine Stellplatzfahrer seid, sondern eher Campingplatzfahrer, es gibt hier direkt an der Lahn auch noch den Campingplatz Runkel. Es führt ganz häufig zu Verwechslungen, weil der Campingplatz Runkel heißt. Das hat nichts damit zu tun, dass er in Runkel ist, dort wo wir wohnen. Da gibt es zwar auch einen Campingplatz, der heißt aber einfach Campingplatz wie auch immer an der Lahn. In Runkel, das hier ist der Campingplatz Runkel. Da kann man auch schön stehen, direkt an der Lahn und man kann auch hier in die Ruppertsklamm laufen. Das wollte ich nur sagen, falls ihr, es gibt ja viele, die einfach nur auf Campingplätze fahren und nicht so auf Stellplätzen zu Hause sind. Ja. Der ist auch hier. Einfach Richtung Friedrichssegen halten und dann seid ihr schon da. Steht da ein großes Schild draußen. Campingplatz Runkel, Lahnstein. So, das war der Rundweg. Oben der Panoramaweg, ihr habt es gesehen, bisschen flacher, aber das letzte Stück hier runter wieder zum Parkplatz ist nochmal ein bisschen anspruchsvoll. Also das geht ganz schön steil, aber da sind Drahtseile gespannt, kann man sich festhalten, wenn es rutschig ist. Geht. Aber wenn ihr hier seid, was wir euch absolut empfehlen möchten, dann geht wirklich die Klamm entlang hoch und dann den Panoramaweg und hier durch den Wald dann wieder zurück nach unten, weil andersrum ist, glaube ich, viel zu anstrengend und durch die Klamm runter ist auch nicht richtig gelungen. Also, nein, ich glaube, wir Klamm hoch schöner. Ja, durch das Tor rein und vorm Tor wieder raus. Jo. So, viel Spaß hier. Wir gehen jetzt zurück zu Greta und auf den Stellplatz und gucken mal, was da los ist. Heute ist vielleicht noch ein bisschen Anreise, Samstagmittag. Wer weiß, da gibt es ja immer schön zu gucken. Liebe Freunde, neuer Morgen, neues Glück. Wir haben gestern was entdeckt, als wir in unserer Greta saßen, solange wir die Augen noch aufhalten konnten. Weil nach unserem Marsch durch die Ruppertsklamm sind wir zurückgekommen, haben was gegessen und noch während des Essens ist uns beiden gewesen, als wären wir, ich weiß nicht, wo lang gelaufen. Also die 8,5 Kilometer haben wir schon gemerkt. Wir waren den Rest des Tages wirklich richtig erledigt. Die sind ja nichts gewohnt, das ist das halt. Ja. Ja, und Frau Unsportlich waren unterwegs und haben sich gedacht, wir laufen mal eben 8,5 Kilometer. Wie auch immer, auf jeden Fall saßen wir mit halb geschlossenen Augen so in der Greta und haben vor uns hingestarrt und haben gesehen, dass man da vorne auf die Spitze laufen kann offensichtlich, wo nämlich die Lahn in den Rhein mündet. Und da wir heute so überhaupt gar keinen Muskelkater haben, und das ist jetzt nicht ironisch, sondern sehr ernst gemeint, dachten wir uns, es regnet nicht, da gehen wir jetzt mal hin. Sind aber nur insgesamt hin und zurück 5 Kilometer und immer geradeaus. Also ist ja lächerlich. Pillepalle. 5 Kilometer. Mein Gott, was soll's. So, und damit ihr es nicht so anstrengend habt, haben wir gedacht, wir nehmen euch mit. Naja, wie immer, oder? So. Also, liebe Freunde, wir haben es geschafft. Wir stehen genau an der Mündung von der Lahn in den Rhein. Das ist für euch vielleicht jetzt nicht so begeisternd, aber wir finden es toll, weil wir halt einfach an der Lahn zu Hause sind und den Rhein sowieso lieben. Ja, da kommen zwei Dinge aufeinander. Ja, wir hätten hier auch übrigens eigentlich nur hinschwimmen müssen, weil da drüben ist gleich der Stellplatz. Einmal über die Lahn drüber. Das heißt, ihr seht, was ihr für einen Blick haben könntet, wenn ihr da mal stehen würdet. Auf Lahn und Rhein eben. Aber ich weiß ganz genau, viele von euch kennen den Platz. Ach, tatsächlich? Ja. Wir wieder mal die Letzten, die irgendwo auftauchen. Natürlich. Natürlich. Das macht aber gar nichts, ist trotzdem schön hier. Und wenn ihr doch noch nicht hier gewesen sein solltet, fahrt mal her. Der Weg hierher geht einfach so ein bisschen einfach über die Brücke drüber, durchs Industriegebiet. Da ist auch ein großer Globus, kann man noch was einkaufen, wenn man möchte und muss. Und dann so... Und dann schön hier, wie heißt denn sowas hier? Hafen? Das ist der Rheindeich hier, wo man hierher läuft. Aber auf der einen Seite ist halt das Hafenbecken. Rheindeich? Ja, hätte ich jetzt gesagt. Ach so. Ein Deich. Ja, ich dachte, das hat so einen offiziellen Namen. Sowas, was so einen Hafen abtrennt. Deich. Naja. Auf jeden Fall kann man da schön langlaufen. Das ist eine schöne Allee, im Sommer bestimmt auch toll, habe ich gerade gesagt, weil man schön im Schatten läuft und ganz dicke alte Bäume stehen da rum. Ja, es fängt an zu regnen. Ich glaube, wir gehen einfach zurück zu Greta, ja, weil sind ja dann nochmal 2 Kilometer wieder. Retour. Komm. Ein seltener Anblick, der uns hier begrüßt hat, als wir jetzt wieder zurück waren am Stellplatz, also jetzt gerade hier angekommen sind im Regen. Ein vollkommen leerer Stellplatz. Nur wir stehen noch da und ein einzelner verlassener Hymer. Wir dachten, ihr wollt das mal sehen, weil sowas sieht man heutzutage nicht mehr häufig. Das ist richtig. Guck du mal. Wie lustig das aussieht, wenn einfach kein Fahrzeug mehr da ist. Ja, so ist das auf den Sonntag. Also wir können es gar nicht glauben, dass wir überhaupt einen freien Platz hier gekriegt haben. Aber jetzt das auch noch, aber es ist halt Sonntagmittag. Genau. Ja, so. Wir machen jetzt mal was zu essen, haben wir gerade beschlossen. Ne? Und Clara jagt noch ein Eichhörnchen. Ah nee, ist nur ein Vogel. Clara, klappt nicht. Komm wieder her, wir gehen Essen machen. Ja, wir sind wieder zu Hause und es bleiben noch 1, 2 Sachen zu sagen. Ganz wichtig, wollen wir noch mal den Malibu in Erinnerung bringen aus Husum. Ein wunderschönes Herzstück. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir verlinken euch das noch mal hier. Ein ganz traumhaftes Auto, das vor allem sofort verfügbar ist. Also wenn ihr noch kein Wohnmobil habt und gerne eines hättet, damit ihr praktisch sofort losfahren könnt, solltet ihr einen Ausflug nach Husum machen, was auch sehr, sehr empfehlenswert ist, wie ich finde, gell? Ja, und dann könnt ihr euch den Malibu dort angucken, mal Probe fahren und am besten auch gleich mitnehmen und kaufen. Die Besitzerin wäre auch sehr froh, leider Gottes. Das Auto hat noch nicht viel Kilometer drauf, aber aus sehr traurigen Umständen muss es leider verkauft werden. So, also schaut euch am besten das Auto nochmal an. Wunderschön. Auch ein schönes Video, wie ich finde. Also auch wenn ihr schon ein Wohnmobil habt, könnt ihr es euch trotzdem anschauen. Jo, so. Ja, klar. Ja. Ansonsten ja, war es das für diese Woche so ziemlich, oder? War es schon. Wir haben einen Stellplatzbericht für euch gedreht aus Lahnstein. Der kommt die Tage noch hier online. Und falls ihr noch mehr Stellplätze sehen wollt, wir haben auch eine eigene Stellplatz-Check-Playlist. Da könnt ihr auch mal rauf gucken, wenn ihr so überlegt, wo ihr dieses Jahr mal hinfahren möchtet. Auf www.leniundtoni.de. Auch da, aber auch einfach hier bei YouTube. Ja. Okay, Leute, bleibt gesund, ja, macht das Beste aus der Situation. Es ist ja immer noch nicht vorbei. Achtet auf euch, auf eure Mitmenschen ringsrum und es wird auch wieder Frühling. Das dauert gar nicht lange, weil guckt mal, ich stehe hier schon in Strickjacke und die Vögel zwitschern. Bald ist soweit. Schöne Woche für euch, bleibt fröhlich und vor allem ärgert euch auch dieses Jahr nicht über Dinge, die ihr nicht ändern könnt. Tschüss. Tschüss.